Immer wieder schreibe ich in den letzten Tagen und Wochen und Monaten über das Herz. Ich schreibe, wir sollen unseren Herzweg gehen, auf das Herz hören, das Herz achten. Wir sollen uns für das Herz entscheiden. Mir ist bewusst, wenn das mit dem Kopf gelesen wird, versteht das keiner. Der Kopf versteht das nicht. Und so wird sehr wahrscheinlich auch das was ich jetzt sage, der Kopf nicht verstehen. Keine Ahnung, warum das jetzt hier so hell ist, ist auch egal. Und zwar schreibe ich über meine Erfahrungen, dass ich, was ich erlebe, was ich erkenne und das, was ich beobachte. Und so wurde mir auf meinem Weg irgendwann immer klarer, das mit dem Herz ist kein Blabla. Das ist nichts Unmögliches, sondern das ist für uns alle erfahrbar. Nur der Kopf, der lenkt uns davon ab, dass wir uns dem bewusst werden, dass wir uns daran erinnern, wie das ist, im Herz zu leben. Mit dem Herz in Verbindung zu gehen, dem Herz zuzuhören, was es uns denn zeigen möchte. Und ich lebe immer mehr ein Leben aus und mit meinem Herzen. Und ich erfahre das. Und wir alle, wir können das erfahren, wir können das erleben. Alles, was es dafür braucht, ist Ruhe und Achtsamkeit. Mehr nicht. Ruhe und Achtsamkeit und von mir selbst den Mut und die Disziplin sowie die Freiwilligkeit, mich dem stellen zu wollen, zu erkennen, wie mein Kopf das macht, dass er mich ablenkt von meinem Herzen. Mein Kopf lenkt mich ab und alles in dieser Welt scheint dafür geschaffen und erschaffen zu sein, dass mein Kopf sich ablenken lässt. Ich lasse mich ablenken, Tag ein, Tag aus, folge ich der Stimme in meinem Kopf. Die sagt mir, was ich wann wie zu denken, zu fühlen, zu machen habe. Und dann mache ich das. Und das ist so intensiv gelernt, erlernt, gelehrt, trainiert und anerzogen worden, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass das auch anders sein könnte. Wir haben das vergessen. Wir können uns da nicht mehr dran erinnern. Wir haben das verlernt, verlernt bekommen. Wir haben vergessen, unser Herz zu erkennen, unser Herz zu fühlen, unser Herz zu hören. Doch das ist da. Die ganze Zeit. Und das ist erfahrbar. Und dieses, das Herz ist erfahrbar, ist für den Kopf eigentlich unvorstellbar. Unvorstellbar. Und doch kann ich in mein Herz kommen und meinem Kopf zeigen, der das für unmöglich hält und unrealistisch. Und utopisch und Schwachsinn und unglaublich, dass es funktioniert.
Mein Herz ist erfahrbar. Und mein Herz ist für mich eigentlich der Kompass, der Wegweiser, der Begleiter, mein Seelenführer, meine Seelenstimme, die mich in meinen Frieden, in die Glückseligkeit, in die Liebe, in die Wahrhaftigkeit zurückerinnert und dahin führt. Und zwar so, dass es sich einfach nur wunderschön und wohl anfühlt. Mein Herz macht dabei niemals irgendeinen Kompromiss. Das geht keine Kompromisse ein. Das zeigt mir einfach ganz deutlich, hier lang geht es zum Licht, hier lang geht es zum Schatten. Und es ist, überlässt mir die Entscheidung, mir bewussten oder unbewussten Wesen. Ich kann dem Impuls meines Kopfes folgen und sagen, Schatten, 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 lass uns ins Leiden gehen, lass uns ins Leiden gehen. Und dann gehen wir ins Leiden. Mein Herz begleitet mich dabei in Liebe, kompromisslos, immer. Das verurteilt mich nicht, das lehnt mich nicht ab, das bewertet mich nicht, das sagt weder, das ist falsch noch richtig, sondern das ist einfach da und schaut zu, was ich da mache, wofür ich mich entscheide, welchen Weg ich gehe, und welche Erfahrung ich sammeln möchte. Mein Herz ist immer dabei. Im dunkelsten Dunkel ist es das Licht, das allerletzte kleine Fünkchen Licht, das sagt, schau mal, hier ist das Licht. Wenn du hierher kommst, dann wird sich alles, was du dir wünschst, in deinem Leben erfüllen. Und zwar in Fülle. Ohne Abhängigkeiten, frei und bedingungslos. Und das funktioniert. Es ist erfahrbar. Und da wir alle eins sind und dies für mich erfahrbar ist, ist es auch für jeden meiner Brüder und Schwestern erfahrbar. Da bin ich keine Ausnahme, sondern jeder Mensch kann das selbst erfahren, wie es ist, mal dem Kopf eine Auszeit zu geben, den nicht zu verurteilen, den nicht zu abzulehnen, den nicht loswerden zu wollen, egal ob wir das Ego oder Kopf oder Illusion oder was auch immer nennen, sondern einfach nur mal sagen, Pause. Wie ist denn das im Herzen? Wie komme ich denn dahin? Was sagt mir denn mein Herz? Und ich bemerke immer wieder, dass viele Menschen, die verzweifelt sind und ihr Leben als sinnlos betrachten und auch oft wertlos und all so ein Zeug, die sich verurteilen und die gar nicht sehen, warum und wieso das noch irgendwie weitergehen sollte, dass der Kopf, der ist aussichtslos. Der beurteilt, ob das Leben sinnlos oder sinnvoll ist. Das Herz macht das niemals. Das braucht solche Bewertungen nicht. Egal. Für das Herz ist es einfach, wie es ist. Das spielt keine Rolle, ob sinnvoll oder sinnlos. Es ist einfach. Doch ich kann für mich schauen und wir können für uns schauen. Lebe ich glücklich oder lebe ich unglücklich oder gehe ich Kompromisse ein und bin einfach nur zufrieden oder vielleicht unzufrieden? Wir können das schauen, wir können das erfahren.
Und das ist für mich kein Blabla mehr. Früher habe ich gedacht, so, ja, Quatsch, was erzählen die denn? Ich verstehe gar nicht, was der von mir will, was die da in den Büchern schreiben und bla 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 bla. Es ist erfahrbar. Ich kann von hier, mein Leben war komplett auf den Kopf ausgerichtet. Vollumfänglich. Ich habe nur im Kopf gelebt. Karriere, Beziehungen, Familie, Ausgang, Partys, Feiern, alles, alles habe ich mit dem Kopf gelebt. Doch irgendwann war der Kopf ausgebrannt, der Körper war ausgebrannt, Geist war ausgebrannt, die Seele hat geschrien und gesagt, ey, Sascha, bitte, lass mal sein, ist genug jetzt, ist genug gelitten, hör mal auf mit Leiden. Und das habe ich 30, 40 Jahre lang mitgemacht, dieses Spiel des Leidens, mit meiner ganz eigenen individuellen Leidensgeschichte, bis mich die letzten Jahre immer tiefer in mein Herz geführt haben und mir gezeigt haben, hey, da ist mehr. Gerade die letzten 2 Jahre, die vergangenen 12 Monate, ich kann gar nicht sagen, wann das angefangen hat. Es waren einfach verschiedene Schritte in meinem Leben, auf meinem Weg, die mich haben immer tiefer in mein Herz fühlen lassen. Und ich selbst hätte mir das nicht abgenommen, noch vor 12, 13 Monaten hätte ich noch gehadert damit. Doch vor 12 Monaten hat das begonnen, so richtig. Na, wie gesagt, verschiedene Schritte, verschiedene Etappen. Das war nicht alles auf einmal, das war nicht eine einzige Erfahrung. Doch mir wurde es immer klarer, immer deutlicher. Mein Kopf wurde immer leiser. Mein Kopf kam immer mehr in Harmonie, in Resonanz, in Balance mit dem Herz. Mein Kopf ist immer noch da, der spricht immer noch, der holt auch immer noch alte Muster von Angst und Wut immer wieder mal raus und probiert mir zu sagen, ey, wir könnten doch mal wieder ängstlich sein oder wütend oder hasserfüllt oder sonst ablehnend und trennend und wir können doch das alles, wir haben doch das so lange zusammen gespielt. Lass uns doch mal wieder spielen. Doch ich kann das immer mehr erkennen, diese Muster, die in mir ablaufen. Die werden mir immer bewusster, weil die ja erstmal aufploppen. Ich sitze ja nicht da und sage, ey, toll, jetzt werde ich mal wieder wütend, sondern das macht da drin irgendwo Klick. Und zack ist er da und ich folge dem Impuls und steigere mich da rein. Und wenn ich das merke, sage ich, jetzt passiert das gerade wieder. Ich lasse los. Und ich höre auf, dieses Spiel weiter zu spielen. Ich höre auf, in diesem Impuls meines Kopfes, dem Muster meines Kopfes zu folgen und frag mein Herz, hey, wie ist denn wirklich? Wie sieht das aus? Ist jetzt da ein Grund zum wütend zu sein? Oder kann ich mir das sparen? Und dann sagt mein Herz, mach wie du möchtest. Hier ist Licht, da ist Schatten. Mach wie du möchtest. Das zwingt mir nichts auf. Das schreibt mir nichts vor, stellt keine Bedingungen. Es lässt mich einfach sein, wie ich bin. Und zeigt mir, einzig und allein zeigt es mir, wo lang geht's zum Glück und wo lang geht's zum Unglück. Und dann kann ich da lang gehen oder da lang gehen. Und je mehr ich das achte und mich für das Glück entscheide und allem, was mit dem Glück resoniert, Frieden, Freude, Freiheit, Liebe, Harmonie, desto glücklicher wird mein Leben.
Und es wird nicht mal, sondern es ist einfach, desto glücklicher ist mein Leben. Und das geht. Und ich habe bis jetzt noch nicht feststellen können, dass mein Herz da irgendeinen Kompromiss eingehen würde. Mein Herz scheint keine Kompromisse zu kennen, zu wollen, zu sein, zu leben. Ich kenne nicht dieses Gefühl von, ja, also wenn du nicht glücklich sein willst, dann mach mal halt einen Kompromiss, dann bist du halt nur ein bisschen glücklich und dafür kannst du noch ein bisschen leiden. Nein, da gibt's entweder Glück oder Unglück. Ich kann nicht ein bisschen glücklich sein. Also ich kenne das nicht. Ich kann einfach nur sein und das Glück fühlen, spüren. Ich kann einfach nur in der Mitte sein. Ich kann hier in der Mitte sein und diese Mitte erfahren in meinem Herz. Ich kann dieser Mitte, dieses Zentrum, ich kann das erfahren. Und ich kann nicht einen Kompromiss eingehen und sagen, ich bin ein bisschen hier und gleichzeitig ein bisschen da. Das funktioniert nicht. Entweder bin ich hier oder ich bin da oder ich bin da oder ich bin da oder ich bin da. Aber da gibt es keinen Kompromiss. Da gibt es keinen Kompromiss. Und ich kann hier schwingen. Und dieses Schwingungsfeld, dieser Schwingungsbereich fühlt sich einfach wohl an. Der ist zentriert, der ist harmonisch, der ist in Ruhe und in Frieden. Und der resoniert mit allem, der lässt alles fließen, der lässt alles sein, der lässt alles zu mir kommen und führt mich überall dahin, wo ich gerade sein möchte. Der lässt Menschen mit mir resonieren, die ebenfalls in diesem Frequenzbereich schwingen, im Herzbereich schwingen. Wenn ich im Herz bin, begegne ich Herzmenschen. Wenn ich im Kopf bin, begegne ich Kopfmenschen. Ich kann im Herz auch Kopfmenschen begegnen, nur fühlt sich das ganz krass anders an. Meistens unwohl. Meistens unwohl, weil wir halt oft mit dem Kopf in den Frequenzen des Leidens schwingen. Weiß nicht, ob dein Kopf das versteht. Und frag mal dein Herz. Dein Herz schwingt immer in der Frequenz des Friedens, des Glücks, der Freiheit. Und wir stopfen das Herz zu mit Bedingungen, mit Mustern, mit Forderungen, mit Emotionen, mit allerlei Erfahrungen und Erinnerungen aus der Vergangenheit. Mit unendlich vielen Dingen. Mit unendlich vielen Dingen lenken wir uns davon ab, nicht das Herz zu hören. Und weil wir das so lange und so intensiv machen, haben wir es irgendwann vergessen, dass da überhaupt noch mal ein Herz war. Und das kann man eigentlich bei kleinen Menschen, bei jungen Menschen, bei Kindern können wir das immer noch beobachten. Wir können beobachten, wie kleine Herzmenschen von den Eltern und dem Umfeld gelernt und gelehrt bekommen, vergiss dein Herz. Und da kann man beobachten, wenn Kinder wütend sind, rebellieren gegen das, was die Eltern ihnen erzählen, dann rebellieren die eigentlich gegen den Schwachsinn der Eltern, ihr Herz vergessen zu müssen. Und man kann, das ist krass, wenn das mal auffällt, was wir da mit unseren Kindern machen, mit der uns folgenden Generation.
Wir geben die gleichen Muster weiter, wie wir sie von unseren vorhergehenden Generationen, seit vielen, vielen Generationen, gezeigt, vorgelebt und gelehrt bekommen haben. Wir vergessen unser Herz, um zu leiden, um die Erfahrung des Leidens zu machen, bis wir irgendwann die Schnauze voll haben. Und da gibt es bei Kindern eine Phase der totalen Ablehnung, der Rebellion, die sich ganz unbewusst, unverständlich fragen, warum soll ich den Scheiß so machen, nur weil Mama und Papa das so sagen? Ist doch Bullshit. Mama und Papa verstehen das nicht, weil sie voll schon in ihrem Kopf aktiv sind und darauf beharren, die Kinder müssten das jetzt auch so machen. Und dann gibt es meistens nochmal eine Phase der Rebellion, die wir Pubertät nennen, an der wir uns nochmal das wie eine Schwelle der Erinnerung, an der wir uns daran erinnern, so, nee, da wird uns nochmal irgendwie ganz unbewusst bewusst, so möchte ich eigentlich nicht leben. Nur weil mir die Gesellschaft das vorschreibt und meine Eltern das von mir erwarten und alle anderen das auch so machen und ich das jetzt auch so machen soll. Bis wir dann irgendwann mal diese Phasen überlebt haben. Gymnasium, Studium, Ausbildung, Militär und all den erzwungenen Schwachsinn hinter uns haben und uns dann in dieses Gesellschaftsmuster des Kopfdenkens, Kopfleidens, Kopfwollens, Kopfkämpfens fügen und uns einfach damit zufrieden geben, dass wir halt nur manchmal ganz ein bisschen glücklich sind. Und wir glauben, das geht nicht anders. Wir können uns dann auch irgendwann mal gar nicht mehr vorstellen, dass es hätte anders gehen können und dass es auch jetzt immer noch anders gehen kann. Also leben wir das ganze Zeug in unserem Kopf und vergessen unser Herz. Doch wir haben hier und jetzt immer die Möglichkeit, uns an unser Herz zu erinnern. Kompromisslos, bedingungslos. Es braucht nichts weiter als die Entscheidung, den Mut, diesen Schritt zu wagen und die Disziplin, das immer wieder zu üben. Zu üben, zu üben, zu üben, zu üben. Nämlich alles, was ich tue, in Ruhe und Achtsamkeit zu tun. Was nicht bedeutet, dass ich den ganzen Tag da sitze und nur meditiere und in Ruhe vor mich hin sinniere, sondern ich kann jegliche Arbeit, jegliche Tätigkeit in Achtsamkeit und Ruhe ausüben, indem ich mir aller Ablenkung bewusst werde und mich auf diese eine Sache, die ich gerade machen möchte, fokussiere und die Energie der Achtsamkeit genau dahin lenke. Und dann, wenn ich das praktiziere, wenn ich Achtsamkeit übe, mir der Ablenkung bewusst werde, mir meines Kämpfens und Leidens bewusst werde und immer mehr in die Achtsamkeit komme, Achtsamkeit in mein Leben integriere, führt mich dies ganz automatisch in mein Herz. Es führt mich in mein Herz und lässt mich diese Stimme, diese wortlose, klanglose, geräuschlose Stimme fühlen. Im Gegensatz zum Kopf, der immer schreit, dessen Stimme wir hören, in uns drin hören, hören wir die Stimme des Herzens nicht, sondern wir können sie nur fühlen. Und diese Herzensstimme sagt uns ganz klar und ganz deutlich und ganz rein und ganz bedingungslos, frei und unabhängig, ohne Kompromisse, ob sich das, was ich gerade mache, im Hier und Jetzt, für mich wohl
oder unwohl anfühlt. Mehr ist das nicht. Ganz einfach. Mehr quatscht, labert oder plappert mein Herz nicht. Ganz einfach, ganz simpel, ganz klar. Wohl oder unwohl. Und ich kann da hinhören und sagen, möchte ich da lang ins Wohlsein, möchte ich da lang ins Unwohlsein. Und hier in der Mitte fühlt sich es einfach wohl an. Da möchte ich sein. Hier in der Mitte bin ich von Glück und Frieden und Liebe erfüllt. Ich brauche nicht mehr und nicht weniger. Da ist alles, alles. Da ist alles, alles. Und sobald ich aus dieser Mitte rauskomme, weil ich mich ablenken lasse und nach mehr strebe, lässt mich das irgendwann, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise leiden. Nur bin ich mir dem nicht bewusst und auch oft nicht bereit, mein eigenes Leiden wirklich zu erkennen. Das ist nämlich so tief in meinen Alltag, in mein Unterbewusstsein und mein Bewusstsein, in meine Wahrnehmungen integriert, dass das schon aus lauter blinden Flecken besteht. Ich bin mir meines Leidens oft einfach nicht bewusst. Ich sehe das nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn mir jemand sagt, ich leide ja die ganze Zeit. Sagt, nein, ich leide nicht. Das stimmt gar nicht. Und schon bin ich in der Energie des Leidens. Das ist auch ganz einfach. Immer dann, wenn ich mich nicht wohlfühle, fühle ich mich unwohl. Und das lässt mich irgendwann irgendwie leiden. Und die Stimme meiner Seele, die über mein Herz kommuniziert, zeigt mir das. Sie lässt mich ständig daran erinnern, Sascha, hey, du leidest. Und sie zeigt es mir über meinen Körper und über meinen Geist. Und lässt mich Schmerz erfahren. Sie zeigt es über Schmerz. Mein Körper tut mir irgendwann weh. Irgendwo, irgendwas tut mir aus irgendeinem Grund weh, weil ich meinen Körper nicht achte. Mein Geist tut mir irgendwann irgendwie weh, weil ich mich nicht achte. Weil die Achtsamkeit fehlt. Und erst, wenn der Schmerz auftritt, meine Nasenspitze tut weh, sobald die weh tut, lenke ich meine Achtsamkeit hier hin und sage, ey, was ist denn da los? Mein Knie tut weh, ich fasse mir ins Knie und sage, mein Knie fällt mir den ganzen Tag nicht auf. Ich merke gar nicht, dass ich ein Knie habe oder einen Fuß oder dass da ein Ellenbogen ist. Erst in dem Augenblick, an dem ich Schmerz erfahre, weil ich aus Unachtsamkeit mir den kleinen Zeh stoße oder den Ellenbogen, lenke ich meine Achtsamkeit auf meinen Körper oder auf meinen Geist. Meine Seele zeigt mir meine Unachtsamkeit und mein Leiden durch Schmerz. Und das immer. Immer. Weil meine Seele möchte nicht leiden. Mein Herz möchte nicht leiden, das möchte nicht Leid erfahren. Und doch sind wir hier, um diese Erfahrung zu machen, um zu sammeln, um zu erleben, um zu beobachten, um zu erkennen, um zu verstehen. Und in dem Moment, wo mir all das bewusst wird, kann ich mich davon befreien. Und dafür brauche ich Mut und Disziplin und den freien Willen. Sagen, ich habe keinen Bock mehr zu leiden. Wie komme ich denn da raus? Und das zeigt mir mein Herz. Immer und immer wieder, egal wann, egal wo, immer bedingungslos, immer kompromisslos, immer und überall. Jetzt, einfach nur jetzt, kann ich sagen,
Hey, ich mag nicht mehr. Ich höre auf mit dem Spiel. Was möchte mir meine Seele denn sagen? Was zeigt mir denn mein Herz? Ganz einfach. Glück, Unglück. Ganz einfach. Und das ist so einfach, so ultra einfach, dass wir es nicht sehen. Und wir können uns daran erinnern, indem wir kleine, noch nicht so verkorkste Menschen beobachten. Und sagen, die leben das. Die leben, die machen einfach, ich steck mir jetzt den Stift in die Nase. Das Kind merkt dann schon, wenn sich's unwohl anfühlt. Aber es macht's einfach erstmal. Bedingungslos. Ohne Angst. Ohne Kompromisse. Einfach. Ob das dann irgendwas auslöst, das sich nicht so wohl anfühlt, weil dann die Nase blutet oder wehtut, ist eine andere Geschichte. Aber das Kind macht erstmal ganz frei diese Erfahrung. Und wir machen das nicht mehr, weil wir es vergessen haben, weil der Kopf sagt, Angst, 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 mach das nicht, lass das sein. Nein, das darfst du nicht, das geht nicht. Das ist verboten, das ist illegal, das ist schlecht. Ja, also, das Herz ist für uns erfahrbar. Und da erzähle ich keinen Scheiß, das ist kein esoterischer oder spiritueller irgendein Humbug, sondern das ist einfach. Dafür brauche ich keinen Workshop, dafür brauche ich keinen Coach, dafür brauche ich gar nichts außer Mut. Nur einen Schritt in das Unbekannte zu wagen und die Disziplin, dann diesen Schritt auch zu machen. Und dann gehe ich einfach mal in die Achtsamkeit, durch Ruhe. Und ich fange an, mich zu achten, statt mich abzulenken. Und dann passieren die Wunder. Dann passieren die Wunder. Dann fängt alles an zu heilen. Alles heilt ohne Arzt, ohne Medizin, ohne Medikamente, ohne therapeutische Begleitung. Wenn ich das möchte. Ganz einfach. Und es ist nur dann nicht einfach, wenn der Kopf zu laut schreit und fordert und ablehnt und trennt und hasst und wütend rumschreit und Spaß hat, euphorisch ist. Wenn du magst, schaust du einfach mal hin, beobachtest, ganz achtsam. Ganz achtsam einfach mal hinschauen, was da so in dir alles abgeht. Was alles abhängig ist, was alles Bedingungen stellt, was alles fordert, was alles bewertet und vergleicht, was alles be- und verurteilt. Und da mal Ruhe reinbringen. Einfach nur schauen, was gerade geschieht in mir drin, um mich herum, was sich zeigt in mir drin, um mich herum, was da alles spricht in mir drin und um mich herum. Einfach nur zuhören. Nicht mal was verändern wollen, nicht mal was abstellen wollen. Weil oft fangen wir dann an, sobald uns die Stimme im Kopf bewusst wird und wir die mal so beobachten, fangen wir an, die zu verurteilen.
reine Selbstverurteilung, die mich nicht weiterbringt, außer weiter in dem Kreis, in dem ich mich schon ewig drehe, in diesem Hamsterrad des Leidens. Und in dem Moment, und zwar augenblicklich, in dem Moment, in dem ich mein Herz wahrnehme, hält dieses Hamsterrad an. Es bleibt einfach stehen. Das Labyrinth, in dem ich mich schon so lange verirre, löst sich plötzlich auf. Der Nebel verzieht sich. Das Dunkel wird immer heller. Die Schmerzen gehen weg, die lösen sich auf und dann bin ich einfach. Ich bin einfach. Mein Herz ist einfach. Liebe ist einfach. Und sobald, mir ist das halt heute Morgen, ist mir das gespiegelt worden, dieses Kompromissding. Sobald ich einen Kompromiss mache, kann ich mir klar sein, ich bin nicht in meinem Herz. Sobald ich eine Bedingung stelle, bin ich nicht in meinem Herz. Sobald ich etwas fordere oder erwarte und daran festhalte, bin ich nicht in meinem Herz. Sobald ich kämpfe, etwas ablehne oder trenne, bin ich nicht in meinem Herz. Sobald ich einfach nur bin, bin ich in meinem Herz. Ja, wir können das alle. Wir haben alle ein Herz. Wir haben alle diese Stimme. Wir haben alle eine Seele. Ob wir das nun glauben oder nicht glauben, spielt dabei keine Rolle. Ob wir uns dem bewusst sind oder nicht bewusst sind, spielt keine Rolle. Ob es wirklich so ist oder doch ganz anders ist, spielt auch keine Rolle. Ob ich recht habe oder nicht recht habe, du mir glaubst oder nicht glaubst, spielt alles keine Rolle. Die Frage ist einfach nur, was möchtest du und wie ist es wirklich? Was möchtest du wirklich? Was wünschst du dir aus deinem Herzen für dich selbst? Und ich wette, dein Herz wünscht sich für dich, dass wir alle, dass du in Frieden, in Glückseligkeit, in Fülle, ein Leben in Freiheit und Liebe führst. In Frieden sein. Das ist alles, was sich unser Herz wünscht. Alles, was da noch mehr kommt an Wünschen, ist einfach nur der Kopf. Mehr nicht. Mehr nicht. Also, einfach mal aufs Herz hören. Einfach mal Achtsamkeit beginnen zu leben und dich daran erinnern, wie schön das Leben eigentlich ist. Und lass dich nicht davon ablenken, weil andere sagen, ja, aber die ganze Welt leidet und das Unglück überall und der Krieg und die Hungersnöte. Ja, das ist hier und jetzt gerade so. Das ist so. Nur deswegen brauchst du nicht zu kämpfen, nicht zu leiden und unglücklich zu sein. Du darfst natürlich und du kannst, wenn du das gerne möchtest. Aber du brauchst es nicht.
Und schon gar nicht musst du. Du musst nämlich nichts. Und du musst vor allem nicht leiden, weil irgendein anderer Mensch in deinem Feld leidet. Brauchst du nicht. Musst du nicht. Es geht anders. Und du kannst anders. Frag mal ein einjähriges, zweijähriges, dreijähriges Kind, ob es leiden möchte, weil andere Menschen irgendwo auf diesem Planeten oder in diesem Universum leiden. Das wird die Frage gar nicht verstehen und keine Ahnung. Der Kopf kann das nicht verstehen. Der kann das nicht verstehen. Warum soll ich denn jetzt nicht leiden, wenn es doch so viel Elend und Leid in dieser Welt gibt? Dein Herz wird dir die Antwort geben. Und zwar nur dein Herz. Da kann ich jetzt plappern und plappern und plappern bis in die Endlosigkeit. Bis in alle Ewigkeit kann ich plappern und erklären und beweisen wollen und rechtfertigen wollen. Der Kopf wird das nicht verstehen. Und deswegen brauche ich das nicht erklären und auch nicht zu beweisen und auch nicht zu rechtfertigen, sondern kann dich einfach nur einladen, dich an dein Herz zu erinnern. Und dein Herz wird dir das zeigen. Ganz einfach. Das Herz wird uns alle daran erinnern, wie ein Leben in Friede, Glückseligkeit und Liebe mit allem, was ist, geht. Und je mehr Menschen dies erkennen in ihren Herzen, desto mehr Frieden werden wir haben in dieser Welt und erleben in dieser Welt. Desto mehr Frieden wird gelebt und erfahren sein. Bis jetzt ist das für mich der einzig logische, nachvollziehbare, nachhaltige Weg in den Frieden für diese Welt. Nämlich, wir erinnern uns an das hier. Ich weiß nicht, ob man das richtig rum lesen kann oder ob das spiegelverkehrt ist, aber da steht Liebe. Sobald wir uns an die Liebe in unserem Herzen erinnern und ins Glück statt ins Unglück gehen, passieren die Wunder des Lebens, die wir nämlich auch oft vergessen haben, wenn wir im Kopf leben. Und wir sehen die nicht, dass die eigentlich die ganze Zeit passieren. Immer. Die sind immer, unser Leben ist immer voller, kleiner, großer, bunter, unendlicher Wunder. Andauernd. In jedem Moment, in jedem Augenblick des Hier und Jetzt ist das Leben erfüllt von Wundern. Und wir, alles, was wir dafür brauchen, ist nur uns zu wundern. Wir brauchen uns nur zu wundern und zu sagen, hey, was geht denn hier gerade ab? Statt zu stressen und zu hassen und all den anderen Ablenkungsquatsch zu machen. Ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben, weil es so schön ist. Und vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere jetzt daran, ey, das, was ich hier gerade mache, ist ja richtig Quatsch. Fühlt sich gar nicht wohl an. Was mache ich denn stattdessen viel lieber? Ich würde mich viel lieber hier und jetzt einfach nur wohlfühlen wollen. Und das geht. Das Herz zeigt den Weg. Ins Licht nämlich. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke fürs Reinfühlen. Ich danke für deinen Mut. Für deine Achtsamkeit. Ich danke allem für alles und wünsche jedem Herzen noch einen gesegneten Tag und jedem Kopf ganz viel Ruhe und Frieden und gelebte Achtsamkeit.
Gelebte Achtsamkeit führt uns in den Frieden. Und in den Wald, wenn wir da hingehen. Also auf bald im Wald.